So, guten Morgen an alle. Ja, heute gibt es kein GoPro-Video. Ich mache das heute spontan mit der Handykamera. Ja, ich wollte euch einfach nochmal so ein kleines Update geben. Bezüglich der letzten Videos wollte ich noch ein paar Sachen sagen. Und ja, eigentlich habe ich diese Woche bin ich videotechnisch zu gar nichts gekommen. Die Tila war die ganze Woche wieder weg und hat einen Teil von ihrer Ausbildung weitergemacht zu dem Natur- und Ritualcoach. Ja, ich habe versucht, daheim den Laden zu schmeißen, alles auf die Kette zu kriegen. Hat ganz gut funktioniert. Ja, ein Patscher gab es. Ich habe die Laura vergessen, aus dem Kindergarten abzuholen. Naja, da ist ja Personal, das aufpasst, aber den Anruf habe ich dann bekommen, wo ich schon bei der Mia in der Schule saß, die hatte Vorführung. Ja. Aber Gott sei Dank gibt es Handys, da hat man das alles organisieren können. Ja, aber das war mir schon sehr peinlich. Ja, erstmal da habe ich sehr viel Respekt davor, was die Tida da unter der Woche alles treibt. Ich kriege das ja selber nicht alles mit, wenn ich da in der Werkstatt bin. Da habe ich sehr viel Respekt davor, was sie da alles bewerkstelligt, tagsüber mit dem Organisieren und alles. Also, ja, da mal vielen Dank an Sie, wenn Sie das sieht. was wollte ich sagen? Ich wollte euch, viele von euch haben bei dem, wo wir den Baum gefällt haben, das Video, haben super viele Leute wieder kommentiert, finde ich super. Viele haben auch noch gesagt, ich soll den Baum wegräumen. Das werde ich auch noch machen, weil wenn der Käfer natürlich da in der Borke drin ist, damit er weg muss. Was ich noch machen muss, ich muss unbedingt noch die anderen Bäume kontrollieren, auch Bohrlöcher unten. Aber ich habe diese Woche war echt, ja, rammelvoll, richtig voll. Und das andere Video, was wir gemacht haben, das genau, Kartoffelkäfer habe ich ein paar Shorts gemacht, glaube ich, so heißt es. Haben auch viele ihre Tipps und ihre Erfahrungen geteilt, fand ich auch super, dass ihr da auch schon so Probleme hattet. Aktuell ist so, ich habe heute mal auf den Acker geschaut. Ich glaube, es gibt ja in dem Stadium, nur in den verschiedenen Stadien, da wirkt es ja dieses Mittel. Ich glaube, drauf im Stadion 1 und 2 und bei 3 wirkt es nicht mehr und das ist wirklich so. Jetzt sind nur die dicken Raupen noch aktiv. Habe ich gestern noch einen Anruf gekriegt von jemandem, der auch bei YouTube schaut und der sagt doch, lass doch die Hennen drauf. Das hat doch ihr in den Videos geschrieben, diesen Tipps. Das ist grundsätzlich, ja, ich finde das eine super Idee. Und ich habe auch gestern gesagt, ich werde mich noch darum kümmern, dass wir das vielleicht realisieren können. Aber ihr wisst ja, bei uns ist das, da muss ich einen Zaun setzen, einen Stromzaun oder ja, irgendwie so, dass auf jeden Fall die Hühner nicht in den anderen Beet reingehen, weil da wird man wahrscheinlich alles kaputt scharren, weil es ja unmittelbar daneben ist. Zum Beispiel der junge Fenchel und die Karotten und dann ja, der Lauch. Da habe ich eher Angst, dass mir das kaputt scharren. Was ich auch noch eine gute Idee fand, war Staubsauger, Handstaubsauger. Da habe ich schon geschaut, was es da gibt. Die Oma hat einen von Dyson, aber den traue ich mich nicht zu nehmen, weil wenn dann da die Käferlarven wieder rauskrabbeln und sie hat sie dann in der Wohnung, glaube ich nicht so toll. Ja, sonst Käffchen. Ja, ich muss jetzt auch da gleich wieder weg. Der Timmy hat heute Fußballturnier. Da sind wir heute beschäftigt. Den habe ich vorher noch hingefahren. Joa. Auf jeden Fall freut es mich, dass ihr weiterhin unsere Videos schaut. Mich und die Tina freut es. Ich kann jetzt nur für mich reden. Und schauen wir mal, was wir nächste Woche kommt am Dienstag wieder. Ob wir da noch was auf die Kette kriegen, was zu filmen, euch was zu zeigen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Also, viel Zeit. Ciao.